ORF-Generaldirektor Alexander Vrabetz hat eine umstrittene Personalentscheidung getroffen. Er hat Nico Pelinka, einen engen Vertrauten der SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudasch, zum Leiter des ORF-Generaldirektionsbüros gemacht. Bisher hatte Pelinka Gerüchte, wonach er in den ORF wechseln könne, stets bestritten. Die Bestellung hat bei Grünen und ÖVP Kritik ausgelöst. Für die ORF-Redakteure ist sie unternehmensschädigend. Vrabetz spricht von einer Sachentscheidung, die er allein getroffen habe.